Please hold for a very important message. Schnuffelhasen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review. Hier läuft irgendwas schief mit der Höhe. Ich habe mich in sowas wie einen Schneidersitz gesetzt und das läuft so semi, weil ihr wisst, ja, ich habe mir ja vor 4-5 Monaten das Bein gebrochen, also das Knie. Aber ich krieg das hin. Und jetzt habe ich den Schneidersitz gemacht und bin höher und naja, auf jeden Fall. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter mit Bachelor in Paradise Folge 8, mein Teil 2. Ich habe gesehen, ganz durch Zufall natürlich, bei der Konkurrenz, dass die auch in zwei Teilen kommentieren. Bei wem habe ich das gesehen? Bei diesem Marcel? Bei diesem Marcel, ne? Hört sich auch so an, als würde ich alle hassen. Bei Marcel habe ich gesehen, dass er Temptation Island sogar in zwei Teilen gemacht hat. Da hatte ich jetzt persönlich nicht das Bedürfnis zu, weil da jetzt nicht so viel für mich passiert ist. Aber Bachelor in Paradise, finde ich immer, hat sehr, sehr viele Schauplätze. Falls du neu bist auf meinem Kanal, dann heiße ich dich herzlich willkommen. Werde Teil dieser Schnuffelhasen-Community. Jeder von uns möchte doch irgendwo dazugehören, ne? Und warum denn nicht hier? Wir sind alle sehr, sehr liebevoll, sehr, sehr schlau unterwegs, konstruktiv. Und wir schauen so richtig hinter die Fassade. Wir sind ja nicht nur am Auslachen auch, aber wir gucken, was bewegt den Menschen, was erkennen wir vielleicht von uns aus und wir bringen uns damit alle gegenseitig weiter im Leben. Hört sich gut an, ne? Falls du noch keine RTL Plus Mitgliedschaft hast, dann kannst du diese auch vergünstigt erwerben über mich. Und zwar gehst du einfach in meine Infobox und nutzt da den Rabattcode und den Link und dann kriegst du satte Rabatt und jetzt geht's los. Ich zieh da gerade voll, ne? Oder wenn ich jetzt irgendwas Falsches sage. Quatsch, alles hau raus. Du weißt, du kannst bei mir so sein, wie du bist und auch sagen, was du möchtest. Nee, ich nehme dir nichts Böses oder sonst was. Du kennst mich doch. Sie ist da ja ganz toll drauf, ne? Ich finde, das ist so eine schöne Reaktion, darauf zu reagieren, dass er die Hosen voll hat. Also sie könnte ich mir auch richtig gut als Freundin vorstellen. So richtig lange mit ihr reden, einfach quatschen. Weißt doch, kannst mir alles erzählen. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich habe in meiner Vergangenheit immer ziemlich schnell meine Eltern mir vorgestellt und wollte das eigentlich nicht mehr. Ja, dann müsste ich wieder in meinen Schatten springen, wo ich aber natürlich auch deine Meinung respektiere, wenn es anders sein sollte. Ist schon crazy auf jeden Fall, weil ich ja seit 10 Jahren so niemanden meiner Mutti so vorgestellt habe. Triff jetzt nicht eine Entscheidung, die du vielleicht später bereust. Hallo? Ihr habt noch nicht miteinander rumgemacht, weil sie Angst hat, dass sie das später mal bereut und jetzt sollt ihr euch gegenseitig bei den Eltern vorstellen. Ich finde, das ist voll der Missbrauch. Tut mir leid, RTL. Aber ich finde, das ist voll der Missbrauch, das ja, bei den Eltern vorstellen. Ihr seid da in einer künstlichen Atmosphäre. Ihr wisst gar nicht, wie der andere so ist. Wie viel Fußball guckt er? Wie doll ist er an seinem Handy hängend? Also ihr habt euch im wahren Leben einfach gar nicht wirklich kennengelernt. Trifft er noch seine ehemaligen Freundinnen, weiß ich nicht. Ja, und dann sollen hier schon die Eltern vor der Kamera mit eingebracht werden. Das finde ich sehr, sehr befremdlich. Aber nun gut, ich bin ja nicht der Regisseur. Da fehlt mir von meiner Seite aus auf jeden Fall dieses 100-prozentige, dass man hier so happy ist und so voller Emotionen sprüht, dass man es so gesehen gar nicht abwarten kann, draußen zusammen zu sein und die nächste Zeit zu verbringen. Und von Maurice seiner Seite fehlt mir da auch so dieser Elan oder dass er mich als Frau an seiner Seite unbedingt haben möchte. Ich sag mal so, 100% ist, ja, vielleicht, nee, ist vielleicht nicht ganz so realistisch, ne? Erstens. Und zweitens, ich weiß, da widersprechen mir einige und sagen, es gibt den perfekten Partner, das perfekte Match. Das glaube ich nicht mehr so richtig. Aber das ist aber auch gar nicht negativ, weil was im Leben ist schon perfekt? Und wer sagt denn, dass es imperfekt ist, wenn es Unterschiede gibt? Man muss halt nur in der Lage sein, den anderen zu lieben. Aber bei ihr denke ich zum Beispiel auch, dass sie sich gar nicht richtig eingelassen hat. Sie ist halt wie ich, wenn ich mit Durchfall auf eine Party gehe und sage, nee, heute bin ich voll Intro und heute will mich keiner, dann wird das auch nichts. Weil sie hat sich ja vorgenommen, nicht rumzuknutschen, nicht dies, nicht das. Sie hat dem ganzen Jahr gar nicht den natürlichen Verlauf genehmigt. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht war dieses Beispiel nicht 1:1 vergleichbar, aber ich will einfach nur sagen, sie hat dem Ganzen gar nicht richtig eine Chance gegeben, weil sie Angst davor hat, dass ihre 9-jährige Tochter Bachelor in Paradise guckt. Das Problem ist, dass ich auf jeden Fall so mittlerweile auch so eine richtige Anziehung bei dir habe. Und die lässt mich dann immer diese Dinge, die mir fehlen, also das lässt das so in Schatten stellen. Weißt du, was ich meine? Schön.
Ja, schön für dich, aber nicht schön für sie. Die rosarote Brille halt, ne? Naja, sie weiß ja eigentlich schon von Anfang an, was sie an ihm nicht mag. Den Fußball, dass er nicht redet und so weiter. Also so doll verknallt scheint sie, oder blind zu sein vor Liebe scheint sie ja jetzt nicht zu sein. Ne? Aber sie hat, glaube ich, Angst, dass das passieren könnte, wie bei ihrem letzten Partner. Dass sie dann einfach so sagt, ey, ich finde den so geil, ich lache mir den jetzt wieder an. Und nach 3 Monaten, nachdem dieser rosa Zauber verflogen ist, rege ich mich wieder jeden Tag darüber auf, dass er 5-mal die Woche mit Fußball beschäftigt ist. Ich habe hier im Paradies einen tollen Mann kennengelernt, in dem viel mehr Gefühl steckt, als man es auf den ersten Blick sieht. Und der noch dazu ziemlich gut aussieht. Ich fühle mich aber mit dem Schritt nicht mehr wohl und würde ihn nicht aus tiefstem Herzen treffen. Meiner Familie, auch gerade in Bezug auf meinen Kindern, jetzt schon einen neuen Mann vorzustellen. Ich glaube, da spreche ich auch für Maurice, dass uns beiden einfach die Zeit ohne Kamera fehlt, weil wir uns nicht zu 100% öffnen konnten. Definitiv. Definitiv, ja. Sehr, sehr gute Entscheidung, finde ich auch sehr, sehr authentisch. Leute, das bei euch war jetzt irgendwie so, was weiß ich, als hättet ihr euch im Kinderzimmer getroffen und euch nicht getraut, euch anzufassen, weil Mama das sehen könnte. Guckt mal im wahren Leben, wie das so läuft. Meine Prognose ist ja, wenn die auch noch nicht, also wenn auch noch dazu kommt, dass die nicht in der gleichen Stadt wohnen, dass die wahre Leben ganz schnell die Finger voneinander gelassen haben. Ich habe schon ein paar Sachen, die ich ihr noch gerne sagen würde, die halt nicht jeden was angehen. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass wir versuchen, den Weg in Deutschland weiterzugehen. Sehe ich genauso. Habe ich diesmal nicht viel hinzuzufügen. Die beiden, ne, sind im Vergleich, also sind das komplette Kontrastprogramm zu Samira. Samira und Serkan. Wobei, Samira ist die heftigste. Samira ist richtig Reality-TV. Weil, Digi, sie erzählt sogar von OnlyFans im Fernsehen. Die beiden sind so, ja, also wir waren jetzt hier und wir wollen uns aber im wahren Leben jetzt noch ganz viele Sachen erzählen, die wir euch vorenthalten haben. Den Ruhm würden wir aber gerne mitnehmen, aber wir wollen gar nicht real sein im Reality-TV, weil wir haben voll viele Geheimnisse. Nein, das ist nicht geeignet für Reality. Tut mir leid. Bei der nächsten Dame hoffe ich wirklich, dass dieses Video nicht gesperrt wird, weil ihre Brust so raushängt, wie sie raushängt. Das ist für mich auch fast kein Kleid mehr. Diese Woche war eine sehr emotionale Woche für mich. Es gab viele Momente, wo ich hätte gern bei meiner Familie sein wollen in Barcelona. Und obwohl sie so weit weg von mir waren, habe ich mich trotzdem wie zu Hause gefühlt. Und zwar, weil du bei mir warst. Und das ist nur eins von vielen Gründen, wieso ich dich heute fragen möchte, ob du diese Rose von mir annehmen möchtest. Natürlich will ich die Rose annehmen. Ja, süß, ne? Ich muss sagen, sie finde ich tatsächlich hübscher von Folge zu Folge und sympathischer und eine süße Maus, die auch ganz viel Schmerz hat, die aber total liebevoll und liebenswert ist. Und bei ihm bin ich mir aber nicht so sicher. Also, wir werden ja auch sehen, wie das so ist mit dem Treffen mit der Mutter von ihr. Und ja, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, der meint das nicht so tief und aufrichtig ernst mit der. Aber naja, er hat sie jetzt erstmal hat die Rose angenommen. Du gibst mir jeden Tag ein Gefühl von Sicherheit und schaffst es, mich auch immer wieder zum Lachen zu bringen. Und ich bin bereit, mit dir den nächsten Schritt zu gehen. Und ich habe gemerkt, dass du keine Sekunde daran gezögert hast. Und wir hatten hier viele Auf und Abs. Aber ich hoffe, dass es in Zukunft für uns nur noch aufwärts geht. Und deswegen möchte ich dir meine nächste Rose geben, Gustav. Ich nehme sie sehr, sehr gerne an und lass uns einfach mit dem Zauber weitergehen, gell? Ich freue mich natürlich für die beiden, ne? Naja, für sie, da bin ich einfach nur gespannt, wie sie reagiert, wenn sie sieht, wie er über sie geredet hat. Ja, wie sie darauf reagiert hat, würde mich interessieren. Die sind so wie Valentina bei I Am The One. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Die kam rein als Furie, so richtig so ekelhaft. Und dann am Ende hat sie sich so zum Opfer, Mobbing-Opfer umgewandelt. Wo man sich immer so denkt, habt ihr das jetzt extra gemacht, am Ende einfach scheiße zu sein wegen der Sendezeit? Und bei den beiden frage ich mich auch, also was war das jetzt die ganzen 7 Folgen lang? So von wegen, ich will dich nicht, wo wir alle gedacht haben, Carina, wir hassen dich, weil du mit ihm spielst. Und also haben nicht alle gedacht, aber ich habe das gedacht. Und jetzt auf einmal können sie sich Kinder mit ihm vorstellen. Also ihr müsst euch mal das Date gleich noch angucken. Jetzt auf einmal ist der Zauber einfach nur noch da gewesen. Seit immer, ne? Forever. Ja, diese Rose ist ganz besonders für mich. Ich habe kein Geheimnis draus gemacht, dass ich mich hier verliebt habe.
Wenn ich dir in die Augen schaue, fühle ich mich zu Hause. Und ich glaube, wir sind beide hier durch Wechselbäder der Gefühle gegangen. Wir haben uns da gegenseitig durchgejagt, aber am Ende des Tages sind wir immer wieder zusammengekommen. Und das gibt mir Sicherheit, dass ich mit dir in die Zukunft schauen möchte. Ich freue mich sehr, einen weiteren Teil von dir kennenzulernen, nämlich deine Familie. Ich denke, so einen Schritt geht man nicht, wenn man sich nicht absolut sicher wäre. Und deswegen möchte ich dich fragen, willst du diese Rose annehmen? Nö, möchte ich nicht. Ich mag keine Rosen. Also außer durchgejagt, ne, drückt sich diese Frau wundervoll aus. Wir sind hier durch ein Wechselbad der Gefühle gegangen. Ganz, ganz ein großes Kino. Also in der steckt echt viel, habe ich das Gefühl. Nur beim Punkt hundertprozentig sicher. Ich bin immer so, ja, weiß nicht, schwer davon zu überzeugen, dass man sich in einer Sendung kennenlernen kann und sich dann in dieser Sendung schon hundertprozentig sicher sein kann. Weil einfach so viel aus dem wahren Leben fehlt, ne? So Erfahrungswerte. Aber na gut. Serkan. Ich kann dir alles nur wiedergeben, was du mir gesagt hast. Und ich empfinde genau das Gleiche, was du auch empfindest. Und ich habe hier wirklich eine wunderschöne Zeit erlebt. Und ich habe es versucht, das, was wir hier gerade heute hatten, auszublenden. Ganz ehrlich, ich habe hier wirklich gedacht, okay, er korbt sie jetzt gleich. Er korbt sie wirklich und ich habe schon wieder fast angefangen zu heulen, weil ich war ja noch in der Heulmut von der anderen, ne, die ihren Vater verloren hat. Und jetzt, das macht er nicht wirklich, oder? Und er zu überspielen irgendwie, aber ich konnte es einfach nicht. Und deswegen will ich dir sagen, dass ich dich hops genommen habe. Oh mein Gott, aber ganz ehrlich, das musst du machen. Die beiden sind schon echt geeignet fürs TV. Muss man jetzt an der Stelle einfach mal ehrlich sagen, weil ich hatte schon ein bisschen einen dünn flatternden Büchse. Der nächste Schritt ist jetzt im besten Fall tatsächlich irgendjemanden aus der Familie oder aus dem Freundeskreis kennenzulernen. Und ich glaube, wenn die dann auch noch das Go geben, ja, was soll da noch kommen? Naja, die ganzen Aufnahmen, ne, wo er dich so ein bisschen hops genommen hat und schlecht über dich geredet hat, ne, das könnte natürlich noch dazwischen kommen. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber sie ist so optimistisch, das mag ich nicht. Papa! Du hier! Das war so mega Glücksgefühl. Sieht gut aus. Danke. Schön braun gebrannt. Ja, schön wie eine Bratwurst, ey. Das war eine Herzensgeschichte, ihn wiederzusehen und ich habe mich so gefreut. Ja, das ist ja wundervoll. Ne? Da habe ich schon Déjà-vu von Bachelor mit Nico. Leute, ich weiß, ne, wo wir uns befinden und warum die sich jetzt nicht umarmt haben. Ich bin immer nur so ein Fan von Konsequenz. Ne? Also schaut einfach mal so, weil ich will mich da jetzt echt nicht viel drüber wiederholen. Ich bin dankbar, dass es diese Produktion gab und so weiter, trotz der ganzen Umstände. Aber die beiden umarmen sich nicht. Warum umarmen sich dann andere, wenn sie sich sehen? Also haben die einen das nicht oder... Wisst ihr, was ich meine? Du weißt, ich bin seit 83 mit deiner Mutter verheiratet und wir hatten auch nicht nur hoch. Wir sind auch ganz tief gefallen und sind auch ganz wieder hochgegangen. Und du weißt, unsere Familie, die hält zueinander. Okay, also ich hoffe natürlich, dass der Vater besser zu der Mutter gehalten hat in Tiefs, als Gustav jetzt, als er sich abgelehnt gefühlt hat von der Carina. Carinas Schwester ist am Start und jetzt hören wir wieder, worüber Carina mit ihrer Schwester redet. Also heiraten kann er sich auf jeden Fall genauso vorstellen, wie ich mir das vorstelle. Ja, das ist schon mal sehr gut. Und Babys könnte er sich, glaube ich, auch schon in ein paar Monaten vorstellen, so gefühlt. Hat sie einen Hitzeschlag bekommen? Also jetzt mal ganz im Ernst, wer von euch, selbst die Schwester nimmt Carina als total verändert wahr. Was ist denn jetzt auf einmal los mit ihr? Babys? Heirat? Worüber redet ihr? Hi. Hallöchen. Ich bin der Gustav. So gefühlt gedrückt. Hallo. Hi. Ja, ich musste diese Begrüßung jetzt wirklich einmal einblenden, weil ich sie echt awkward finde. Zwei tolle Paare. Ja. Mein Gott, was hat unser Gustav immer ein Glück. Habe ich euch erzählt, dass Gustav mir manchmal so Thailand-Touri-Vibes gibt? Jetzt weiß ich, von wem er sie hat. Er meint zwei tolle Paare. Das bedeutet, er hat sich gerade schon mal die Schwester von der Carina geklärt, die seine Enkelin sein könnte. Ja, wir haben eigentlich gesprochen. Auch kämpfen muss man mal, oder?
Auf jeden Fall. Hab ich. Kannst beruhigt sein, hab ich wirklich. Ja, das freut mich zu hören. Also auch das. Ja. Also auch, dass du sie so durch den Kakao gezogen hast und im Sippo erstmal erzählt hast, dass du sie geknallt hast, damit du da dein Revier markierst, finde ich auch super. Nee, aber ganz im Ernst, also Gustav ist so ein Mensch, so ohne jegliche Selbstreflexion. Und vor allem auch ohne das Bewusstsein, dass das ja alles aufgezeichnet wurde. Da hätte ich an seiner Stelle jetzt gesagt, ja, okay, gut, Leute, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst, ich war echt sauer, weil ich mich ganz oft abgelehnt gefühlt habe, aber ich bin jetzt umso glücklicher, dass wir den Weg zueinander gefunden haben. Aber du kannst mir jetzt nicht erzählen, du hast dauerhaft gekämpft, wenn das nicht der Wahrheit entspricht. Aber ich muss sagen, ob jetzt 32 oder ich... 25. Aber ich habe immer gesagt, ich würde gerne mit 25 heiraten und... Schön. Das müsst ihr euch richtig überlegen. Ja, das merkt sogar er, ne, obwohl er schon ein paar Weine intus hat, dass sie jetzt mal... halblang machen soll und vielleicht eine April-Lotion auftragen sollte, weil der Sonnenstich zu doll ist. Also sie ist 25 und sie meint so, aber ich habe mir auch schon immer vorgenommen, 25 zu heiraten. Mädel, hast du vergessen, dass du bis vorgestern noch nicht sicher warst, ob er dich küssen darf? Und jetzt redest du von Hochzeit? Oder ist das jetzt auch wieder von Gustav die Manipulation, dass sie sich jetzt dazu gezwungen fühlt, mit ihm zu heiraten? Ja, alles gut. Meine, der Apfel fällt niemand vom Bier im Bauch. Ne? Das sagt mein Schwager auch immer. Ja, Mann. Also wenn das eine Person in meiner Umgebung sagen würde, dann würde ich sie wahrscheinlich nicht noch ein zweites Mal treffen. Ich hasse solche Sprichworte. Über Carina kann ich auf jeden Fall sagen, dass sie etwas verändert wirkt. Etwas verändert ist gut. Ich erkenne meine Schwester nicht mehr wieder. Familie und so ist nun mal das, der Traum von ihr. Ne? Das steht nicht irgendwie, muss den Beruf oder ja. Das Geld oder ja. Ist das einfach... Ja, das Geld ist gar nicht so wichtig. Nee. Die wichtig ist die Liebe. Naja, aber wenn dein Sohnemann Gustav gerne Balenciagas für 800 Euro trägt, dann ist Geld vielleicht doch nicht so ganz unwichtig. Ich muss jetzt sagen, alles, was ich jetzt so gehört habe, den ganzen Gespräch hier raus, Das passt. Das reicht mir hier auch. Eine Stunde einmal vor einem Kamerateam miteinander geklönt, verkrampft. Das passt. Das ist für mich gesegnet, abgesegnet. Jetzt kommt ein ganz süßer Mensch. Die Mutter von der Spanierin. Bueno, yo soy Anel Caballero. Soy la madre de Judith. Y estoy muy contenta por venir aquí a darle una sorpresa. Wie süß ist diese Frau? Oh mein Gott, ich habe mich sofort schlagartig in sie verliebt. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich meine Mutter sehe. Und als ich die gesehen habe, war das so für mich so, wow. Ich freue mich für die beiden, ne? Die sind ganz toll auch. Dieses Ambiente ist jetzt ganz, ganz toll. Aber warum durften die sich jetzt umarmen? Das habe ich nicht verstanden. Ah, vielleicht weil die Mutter in Spanien wohnt und die aus Spanien sind und die Mutter vielleicht auch dann 2 Wochen Quarantäne gemacht hat. Das könnte sein. Ist das David noch? David, para ti. Ah, muchas gracias. Ja, du? Alles gut? Heute mal keine Rose für dich, sondern für deine Mama. Ja, das ist ja auch gut. Ey, David ist so ein richtig gefährlicher Mensch, ne? Weil er sieht halt verdammt gut aus, kann charmant sein und dann, obwohl er nicht verliebt ist beispielsweise, wenn das der Fall ist, kommt er da rein, schenkt der goldigen Mutter erstmal einen wundervollen Blumenstrauß und dann denkt man, das Ding ist geritzt, aber man weiß es immer noch nicht so genau. Ja, erste schlechte Nachricht ist, dass sich von seiner Familie keiner auf den Weg dorthin begeben hat, weil die sich alle wahrscheinlich gedacht haben, okay, David, ganz ehrlich, hast du dich verliebt? Und er so, nein, ich will einfach nur der Bachelor werden. Und dann haben die gesagt, ja, weißt du was, sag doch einfach, wir haben einen Durchfall und mach mal hier so ein Tablet-Video für die komische da. Aber deswegen habe ich eine kleine also ich weiß selbst nicht, was es ist. So, eine kleine Videobotschaft und... Hallo David, wie geht's dir? Ich vermisse dich ganz, ganz arg. Ich find's total schade, dass ich dich nicht besuchen kommen kann. Weil ich nämlich täglich Instagram-Fotos posten muss, weil ich so perfekt aussehe, auch ohne Filter, tut mir leid. Das ist doch so eine Familie, da braucht man echt ein gutes Selbstwertgefühl, ne? Also erstmal sieht David ja wundervoll aus. Seine Schwester sieht aus wie die neue Laufstegkönigin, also... Du, qué opinión tienes de Judith en el tiempo que la has conocido? Das heißt, dass meine, was ich dich finde, oder? In der Zeit. Was du über mich so meinst. Also, man muss ja nichts sagen, sie ist wunderschön, wunderschöne Frau. Und ich liebe ihre Augen. Sie ist eine super lustige Frau, mit der man ernste Gespräche führen kann, mit der man lachen kann, mit der man Spaß haben kann. Und
Ja, da habe ich mich schon so ein bisschen verguckt gehabt. Oh, qué lindo. Has entendido, no, ¿no? Hast du das verstanden, Mama, dass er erstmal gesagt hat, er hat sich noch ein bisschen verguckt und dass er dann auch noch in der Vergangenheitsform redet, hat sich ein bisschen verguckt gehabt und dann war es wieder weg. Aber egal, die Knopfaugen, ne, die machen alles wieder weg. Und dass er da so schüchtern sitzt und aufgeregt ist, da komm aus sogar, Mama, das ist voll niedlich. Yo sé que ahora es pronto. ¿Tú sientes que vas en serio con Judith o qué esperas de la relación? Ja, also ich habe seit 2 Tagen ungefähr schon so ein Bauchgefühl, so ein Bauchkribbeln. Ich habe mich schon in ihre Tochter ein bisschen verguckt. Also erstmal Mutter. Mutter, warum stellst du so eine Frage? Hast du da einen wunderschönen, famegeilen Typen sitzen, ne, der in einer Dating-Show mitmacht, um bekannt zu werden? Und dann fragst du, ob er ernsthafte Gefühle hat für deine Tochter, die er seit 7 Tagen kennt? Also ich meine, anders und ehrlicher kann er ja nicht antworten. Ne? Also er hat da ein bisschen was im Bauch, aber er weiß halt nicht, ob das irgendwie Durchfall ist. Und so ein bisschen Gefühle hat da. Bisschen Gefühle kann alles sein. Von daher hat er eigentlich relativ ehrlich geantwortet. War ein mega Treffen. War voll schön. Ich glaube, war einer der entspanntesten Kennenlernen der Eltern, die ich bis jetzt hatte. Also ich muss ja sagen, für mich kam das jetzt von ihm aus nicht super entspannt war. Rüber, meine ich. Sorry, deswegen frage ich mich, wie die anderen Treffen gewesen sind. Ich wollte schon die ganze Zeit alleine mit David sein, muss ich ganz ehrlich sein. Ich hoffe, deine Mutter versteht das nicht. Deine Mutter ist so ein Engel. Die Arme. Warum wolltest du das nicht weiter genießen mit ihr? Du bist doch die ganze Zeit mit ihm. Aber es war doch entspannter, als ich dachte. Ja? Warst du aufgeregt? Ich war erst super gechillt und dann war ich doch ein bisschen aufgeregt. Ich finde, du warst schon von Anfang an ziemlich aufgeregt, mein Lieber. Und Judith, wo ist deine Empathie? Hast du es nicht gemerkt, wie klitschnass er die ganze Zeit war? Ey, was wäre gewesen, wenn deine Mama gesagt hätte, boah, geht gar nicht? Soll ich ihm jetzt sagen, dass sie das gesagt hat, als er weg war auf Spanisch oder nicht? Deine Mom hat ja auch gefragt mit der Distanz und so, ne? Wie siehst du das? So, ich mag das gar nicht. Ich finde es auch immer so, wenn man Lust aufeinander hat und dann denkt man so, fuck, okay, jetzt muss man erst 3 Stunden fahren, um dahin zu fahren. Ja, nee, voll schlimm. Vor allem, wenn man so ein Typ ist wie ich, der, wenn er sich in einen Mann verguckt hat, so eine Art Sucht entwickelt, ist nicht gut. Ich weiß, das ist zum Beispiel einer der Punkte, an denen ich arbeiten möchte. Ich kriege dann immer nicht genug von dem. Ne? Und mir ist auch schon oft passiert, dass ich dann meine Freunde so ein bisschen vernachlässigt habe. Und das möchte ich nicht mehr. Aber dann, ne, für solche Leute ist Fernbeziehung schon mal gar nichts. Jetzt zu Samira. Ey, die beiden sind süß, ne? Ich kann mir richtig deren Freundschaft vorstellen. Ich mache natürlich hier auch einmal den kurzen Umarmungscheck. Ich habe das Gefühl, die Freundin hat damit gar nicht gerechnet, dass die Samira sie umarmt. Und dann hat sie sie umarmt. Und beim Tschüss-Sagen umarmt sie sich wiederum nicht. Also mir fehlt einfach so dieser rote Umarmungsfaden. Serkan heißt er. Serkan. Ich war noch nie so glücklich wie jetzt hier gerade. Ich meine das so ernst. Boah, krass. Aber der hieß doch Serkan. Ja, Wahnsinn. Also anscheinend ist Reality TV doch ziemlich real und man kann da wirklich so glücklich sein wie noch nie zuvor in seinem Leben. Serkan redet unterdessen mit seiner wunderschönen Schwester, die total locker flockig ist und auch so selbstbewusst, obwohl die so jung ist. Erzähl du mal, wie ist sie so? Sie ist auf jeden Fall sehr, sehr sympathisch, cool drauf, hat Feuer unterm Arsch auf jeden Fall. Und ein OnlyFans-Account. Nur, dass du schon mal Bescheid weißt. Nein, hat er natürlich noch nicht erzählt. Wird lustig, aber auch irgendwie angespannt, weil man weiß nie, was die von zu Hause erzählen. So, ein paar Geheimnisse oder sowas, ne? Immer brandgefährlich. Aber nachdem du jetzt so sauer warst über Samiras Geheimnis, welches sie dir offenbart hat, hoffe ich für dich, dass du nicht allzu schlimme Geheimnisse hast, okay? Hallo. Hi. Ich würde dich so gerne umarmen, aber... Okay, sie darf sie nicht umarmen, alles klar. Aber voll süß, dass sie sagt, sie würde gerne. Aber jetzt seht mal bitte, wo sich jetzt die Freundin von Samira hinsetzt. Hi. Serkan, freut mich. Hi. 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 Schon viel von dir gehört. Hoffentlich gleich auch von mir. Die Freundin von Samira ist wirklich süß. Naja, sie setzt sich genau neben die Schwester.
Also warte mal, haben die beiden jetzt zusammen Quarantäne gemacht oder sind die heimlich zusammen oder so? Jetzt möchte die Freundin von Samira wissen, was siehst du Gutes, was kannst du Gutes sagen über Samira? Zwei Sachen bitte. Wenn ich sie angucke, halt, dann sehe ich halt nur Gutes. So, sie ist wirklich für mich mit Abstand... Sie ist wahrscheinlich auf genau so einer Selbstfindungsphase wie ich. Also so, ja doch, kann man schon so sagen. Ich mache gerade viel mit mir selber und ich bin so viel am Heulen. Und die Freundin ist halt genauso. Sie ist direkt so... Also kenne ich ihn auch gar nicht. Das ist gerade echt... Also ja, er meint es, glaube ich, schon auch ernst, weil das ist halt... So kenne ich ihn eigentlich gar nicht. Ich weiß, die Schwester muss immer zum Bruder halten. Ne? Aber ich weiß auch, dass eine Frau zu einer Frau halten soll. Deswegen nehmen wir die Schwester jetzt einfach mal beim Wort und hoffen, dass sie das ernst meint. Ich fand's auch richtig gut. Ich fand's richtig gut, dass so gekommen ist. Das ist krass, Mann. Das ist echt krass. Ich war mir noch nie in meinem Leben so sicher in einer Sache wie mit dir. Noch nie. Ich find's gerade schön, dass du das sagst. Ich bin mir auch so sicher. Ich finde das richtig schön. Was ich natürlich auch hoffe, ist, dass nicht ein weiteres Phänomen eintritt. Und zwar gibt es ja viele, die wollen Dinge, die sie nicht erreichen können. Wie zum Beispiel Samira jetzt die ganze Zeit scherkern. Und jetzt, wo er sagt, ich habe voll die Gefühle für dich, ich habe noch nie so empfunden, passiert es dann bei vielen, dass sie so sagen, oh, okay, ich habe bekommen, was ich wollte, ich bin gar nicht mehr interessiert. Glaube ich jetzt bei Samira nicht. Die ist ja selber auch in Therapie, was ja immer alles und nichts heißen muss oder kann. Aber ich glaube und hoffe, dass die wirklich vielleicht noch zusammen sind sogar.